Hi, ich bin Daniel und in diesem Video geht es um 5 Sachen, die ich in meiner Outdoor-Küche besser anders gemacht hätte. Als ich mir vor 4 Jahren diese Outdoor-Küche gebaut habe hier, habe ich mir natürlich ein paar Gedanken vorher gemacht, wie genau ich das Ganze aufbaue. Ich bin jetzt nicht einfach angefangen, habe drauf losgepuzzelt und hatte auf einmal eine Küche, sondern habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Allerdings sind in den letzten 4 Jahren ein paar weitere Punkte aufgetaucht, oder sind mir bewusst geworden, über die ich so gar nicht nachgedacht habe. Und diese 5 Punkte möchte ich heute mit dir teilen. Vielleicht möchtest du selber mal eine Outdoor-Küche bauen oder bist auch schon dabei oder hast auch schon eine gebaut. Und ja, einfach so meine Erfahrungen mal ein bisschen weitergeben und vielleicht ein paar Tipps, was ich heute, wenn ich die Küche heute bauen würde, anders machen würde, als ich es vor 4 Jahren noch gemacht habe. Aber erstmal müssen wir die alte Küche hier aus dem Winterschlaf holen, einmal schick wieder sauber machen und reparieren teilweise auch. Wir hatten nämlich hier einen kleinen Sturmschaden. Die Sitzbänke sind hier vom Wind so reingedrückt worden, dass der Kühlschrank mit der Glastür halt jetzt hier nicht mehr drin ist. Und ein bisschen was von dem Putz ist auch kaputt gegangen, aber das zeige ich gleich mal in Ruhe. Und ich würde sagen, wir machen erstmal alles fertig und danach geht es dann direkt zu den 5 Sachen, die ich heute anders machen würde, wenn ich diese Outdoor-Küche heute bauen würde. Ich habe den Kühlschrank ausgetauscht, dafür habe ich einen alten anderen Kühlschrank genommen. Ich habe dann das Loch dafür noch mal ein bisschen anpassen müssen hier, was hier drin ist. Und ich habe den Kühlschrank mit Tafelfarbe besprüht. Das heißt, da kann man jetzt dann schön drauf malen. Und die Arbeitsfläche, die ja wie gesagt an einigen Stellen jetzt auch doch kaputt gegangen ist, leider, habe ich mir dann überlegt, ja, was mache ich, die komplett noch mal abschleifen und neu wieder anpinseln. Neu nochmal wieder verspachteln, hatte ich nicht ganz viel Bock drauf, deswegen habe ich mir einfach mal Zementfarbe geholt und habe die komplette Arbeitsfläche hier dick mit Zementfarbe eingepinselt. Ich kannte Zementfarbe bis vor kurzem noch nicht und ich muss sagen, ich finde das Bild echt schön, also es sieht echt geil aus so. Man kann jetzt nämlich hier ganz normal abwischen, also Wasser drauf, runterwischen, ging zwar vorher auch, aber das ist jetzt wirklich komplett versiegelt und auch diese ganzen kleinen Risse, die halt irgendwie hier ja durch den Sturm irgendwie gekommen sind, die sind einfach alle komplett dicht gefüllt oder ausgefüllt mit der Zementfarbe wieder. Und ich finde auch insgesamt das Bild sogar angenehmer, als es vorher war. Also ich finde so dieser einheitliche graue Zementton gefällt mir hier wirklich sehr gut. Ja, dann habe ich meinen alten Räucherofen mir nochmal vorgenommen. Der sah ziemlich durchaus, das Thermometer war kaputt, ein bisschen Rost abbekommen hat er auch. Den habe ich also erstmal genommen und den komplett abgeschliffen und mit hitzebeständiger Farbe wieder lackiert. Dann habe ich mir ein neues Thermometer gekauft und ja, hier sieht es halt auch wieder schick aus, finde ich auf jeden Fall. Okay, mit dem Mülleimer, das habe ich mir ehrlich gesagt ganz einfach gemacht. Ich habe einfach hier unten Scharniere dran gemacht. Jetzt kann man die nach vorne kippen, ja, oder halt wieder zumachen. Also das ist so die Mülleimerlösung. Und ansonsten einmal durchfegen, einmal abstauben und eigentlich ist es das dann auch schon gewesen. Okay, also kommen wir mal zu den 5 Punkten, wo ich sage, die würde ich heute anders machen, wenn ich mir die Küche heute bauen würde. Ich habe ja hier, ich kann mal einmal zeigen, eine ganze Menge Arbeitsfläche, das finde ich auch wichtig, hier. Hier, hier und hier. Allerdings, und das ist mir auch dann später erst aufgefallen, hätte ich den kompletten Grill lieber weiter nach rechts gesetzt. Und sagen wir mal, das Stück Arbeitsfläche, was hier ist, hätte ich eigentlich lieber gerne hier dazu gehabt. Also so viel. Weil, wenn ich hier vorne was grille, ist hier immer so die Abstellfläche, wo ich halt Sachen hinstelle, die halt fertig sind, die dann zum Tisch gehen oder ne, die halt dann abgeholt werden oder ich eben wegbringe oder sowas. Und dafür ist die Fläche eigentlich fast schon zu klein. Also wenn man mit wirklich vielen Leuten grillt, sage ich mal, dann passt hier eigentlich gar nicht alles hin, was man dann so immer wieder abholen lässt, sage ich mal. Das Ganze hier irgendwo hinzustellen, ja, Platz wäre dafür da, aber ich brauche hier nicht die Sachen hinstellen, die abgeholt werden, ist halt ein bisschen unpraktisch. Deswegen würde ich mir die Arbeitsfläche auf jeden Fall ein bisschen anders aufteilen. Also nach hier hin ein bisschen mehr Arbeitsfläche und hier auch meinetwegen ein bisschen weniger. Was mir nämlich auch aufgefallen ist, ich habe hier ganz großzügig mit ganz viel Arbeitsfläche geplant und gebaut, weil ich gedacht habe, man braucht ja Platz, wenn man hier nachher auch schnibbeln möchte und sowas alles. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt alles, was ich hier gegrillt habe, eigentlich immer komplett im Haus vorbereitet.
und ja, mit nach draußen genommen, im Kühlschrank ein bisschen kalt gestellt, bis es dann losging und dann halt hier gegrillt. Deswegen habe ich zum Beispiel, und da habe ich mich auch damals schon dafür entschieden, hier gar kein Waschbecken mit Abfluss oder sowas dran, weil ich eigentlich das alles im Haus schon vorbereite. Also, aber das ist halt, denke ich mal, Geschmackssache. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Auf jeden Fall, wie gesagt, sollte man bei der Planung der Arbeitsfläche oder der Aufteilung der Arbeitsfläche vielleicht vorher nochmal so praktisch überlegen, wie macht es wirklich Sinn. Das zweite ist Steckdosen. Ich habe mir ja damals hier schon Steckdosen ordentlich hingelegt da unten. Das heißt, ich hatte 3 Steckdosen und einen Lichtschalter. Und die 3 Steckdosen waren halt für alles, was halt ich halt hier irgendwie benutzen wollte. Also letztendlich, wenn ich heute nachzähle, komme ich auf eine Rotisserie, die halt hier vorne angebaut wird. Vielleicht nochmal eine zweite Herdplatte, so eine Induktionsplatte habe ich ja noch. Und halt der Kühlschrank. Und das Problem war halt immer, dass ich das Kabel vom Kühlschrank immer hier außen entlang legen musste und dann in die Steckdose rein. Deswegen hätte ich im Nachhinein die Steckdosen ganz anders gelegt. Und das habe ich jetzt auch im Endeffekt im Nachhinein sogar noch geändert. Ich habe nämlich alles einmal komplett auseinandergebaut und ein bisschen neu angelegt. Die Steckdosen, die eigentlich jetzt hier so schön nach vorne rausgucken, die waren mal wirklich da drin. Die habe ich halt dann, wie gesagt, nach vorne geholt, weil das andere war auch immer so ein Gefummel, man kam da nicht wirklich gut ran. Und ich habe hier hinter den Kühlschrank eine Steckdose in die Wand gebaut. Das heißt, der Kühlschrank ist jetzt an der Steckdose hinten in der Wand angeschlossen und es läuft hier kein Kabel mehr unschön vorbei. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, wer sich eine Outdoor-Küche selber bauen möchte. Gut überlegen, wo möchte ich meine Steckdosen hin haben. Lieber eine zu viel und vielleicht auch an einem Ort, wo man sie nicht braucht, als nur ein Ort, wie ich es gemacht habe, oder wie ich es auch falsch gemacht habe, alles an einen Ort zu setzen und dann halt hinterher wieder mit Verlängerungskabeln. Also wenn man sich schon Steckdosen selber in die Küche reinbauen kann, sollte man es da machen, wo man sie auch wirklich braucht. Das war mein zweiter Tipp. Bleiben wir mal direkt hier. Ich habe ja hier meinen Lichtschalter und ich habe an meinem Lichtschalter dran einmal natürlich hier meine Lichterkette hier vorne, aber auch ich habe hier so, das sind so LED-Spots. Und da habe ich hier 2 Stück von und der eine da zum Beispiel leuchtet halt dann direkt hier auf den Grill von oben drauf. Das heißt, wenn es dunkel ist, kann man auch noch das Grill gut vernünftig sehen und so. Die Sache, die ich aber lieber anders gemacht hätte, ist, beide Lichter, also Lichterkette und auch die LED-Spots, laufen oder sind geschaltet über diesen einen Lichtschalter. Im Nachhinein hätte ich, und das werde ich auch noch mal irgendwann umbauen, das Ganze, hätte ich mit 2 Lichtschaltern lieber gearbeitet. Das heißt, ein Lichtschalter für den hellen LED-Spot und einen zweiten Lichtschalter für das ambiente Licht, sage ich mal. Weil das ambiente Licht macht man da doch halt schon irgendwie ein bisschen eher an, so in der Dämmerung, sage ich mal. Wobei dann der LED-Spot noch nicht wirklich zum Einsatz kommt. Im Moment kann ich nur beides anmachen. Also auch da würde ich das heute anders machen und den LED-Spot und die LED-Kette so ein bisschen voneinander trennen. Und der 4. und der 5. Punkt gehören eigentlich fast zusammen. Ich hatte hier vorher so eine schwarze Sitzbank hier. Und die habe ich mir jetzt umgebaut, komplett umgebaut, weil immer wenn hier oben auf der schwarzen Sitzbank, also in diesen Rillen drin irgendwie Dreck war, man konnte das nicht wegkriegen. Ich konnte es hin und her fegen, aber ich hatte halt auf der Seite und auf der Seite halt eine Wand und der ganze Dreck ist halt nirgendwo. Man musste halt immer einen Staubsauger holen und das aussaugen. Und ich kann Menschen, die draußen mit dem Staubsauger arbeiten, nicht verstehen. Und irgendwann war ich selber so einer. Und da habe ich gedacht, ich habe was falsch gemacht. Deswegen habe ich die komplette Bank wieder auseinandergebaut und habe dann hier so gemacht, wie halt auch hier vorne. Das muss übrigens auch nochmal neu gemacht werden. Und man kann mal sehen, so sieht es halt aus, wenn es nicht bearbeitet ist. Und so sieht es halt aus, wenn es schick bearbeitet ist. Auf jeden Fall habe ich ja hier bei meinen selbstgebauten Sitzmöbeln das auch so, dass ich obendrauf Holz habe und an den Seiten halt Anthrazit. Und genau das spiegelt sich jetzt halt hier auf wieder. Das heißt, ich habe nach unten hin, also von vorne halt Anthrazit und obendrauf halt dann ja diesen Teak-Glasur. Ich habe hier aber noch mit Seidenmatt Klarlack einmal rüber gestrichen und so kann man jetzt wirklich einfach alles, was hier an Dreck sich sammelt, wegputzen, wegwischen, wegfegen. Hier zum Beispiel hat eine Taube hingekackt, das kann man jetzt einfach so runterwischen. Und der letzte Punkt, der 5. Punkt, ist eigentlich mit dem 4. Punkt zusammen erledigt gewesen bei mir. Und zwar, man braucht Stauraum und ich hatte halt nicht genug Stauraum bei mir. Also ich habe, was ich halt habe, ist ja hier mein Mülleimer. Ich habe hier unten drunter
Ne? Also da ist aber ja schon die Gasflasche drin. Sowas hier. Dann habe ich hier noch ein Fach für Kühlschrank. Die Räuchertonne steht hier. Ein bisschen Feuerholz. Naja, und da hätte ich noch was hinbauen können, habe ich aber nicht. Das heißt, ich hatte eigentlich immer viel zu wenig Stauraum. Habe alles Mögliche immer hier oben stehen gehabt. So wie das ist jetzt sogar der Rest. Das muss nochmal einmal alles ordentlich wieder sauber gemacht werden. Und dann wird es auch vernünftig weggestellt. Und ich habe mir halt in dem Moment, wo ich mich nochmal an die Bank rangemacht habe, gedacht, bin ja doof. Warum mache ich denn nicht einfach da eine riesengroße Truhe sozusagen raus? Und das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich hier mal aufmache, zum Beispiel mein Tableau drin stehen, ein Dutch-Ofen, ein bisschen Briketts und so. Das heißt, da drin bleibt es schön trocken. Und ja, das ist jetzt mein Stauraum. Da passt eine ganze Menge rein auf jeden Fall. Ja, so sieht sie jetzt aus. Also, die Küche ist wieder fit für den Sommer, kann wieder losgehen mit Grillen und so. Okay, das war erstmal wieder mein diesjähriges Video zum Thema Outdoor-Küche. Ich habe eine ganze Menge wieder verändert, eine ganze Menge neu gemacht, umgebaut. Ich denke, das wird die nächsten Jahre so weitergehen. Wenn man sich so eine Küche selber baut, ist es halt das Schöne, dass man halt immer wieder selber ran kann und wieder was ändern kann. Ich habe letztes Jahr hier die Räuchertonne hier komplett eingebaut und so. Ich kann noch mal einmal zeigen, die schicke Räuchertonne mit dem Kühlschrank und das alles. Naja, das Schöne ist halt, wenn man sich selber gebaut hat, weiß man halt, wie es aufgebaut ist und man kann immer wieder ran und immer irgendwie da was ändern, optimieren und so weiter. Und es wird ja auch nicht langweilig, wenn man was zu tun hat, ne? Okay, ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich über ein Like freuen. Und ja, wenn du noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal doch mal. Es gibt immer mal wieder ein bisschen Outdoor-Küchen-Content hier auf diesem Kanal. Aber auch eine ganze Menge anderer Kram. Da kommt demnächst noch ein bisschen was, ja, ein etwas größeres Projekt. Aber das sehen wir dann. Erstmal würde ich sagen, grillen wir jetzt mal eine Runde. Bis dann, tschüss.